Hallo, liebe Freunde, es geht weiter mit South Park, dem Stab der Wahrheit. Zweiter Tag, zweiter von drei. Ab jetzt geht richtig die Kacke ab. Hier an der Spielzeugkiste kann man sein Inventar verwalten, Sachen lagern, aber das machen wir nicht. Wir flitzen durch das Spiel durch, gehen nirgendwo hin, zurück. Immer weiter geradeaus. Vorwärts Richtung Ruhm. Wir können jetzt erstmal. Oh, guten Morgen, lieber Vater. Ein guter Vater. Oh, look, you've made friends. I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. Süß. Die eigene Mutter will nur mit einem befreundet sein, wenn man populär genug ist. Das kennen wir doch gut. Oh, was passiert? They came out of nowhere. There was a huge earthquake and then there was burning in my yard. Didn't you hear about it? It's all over the news. Here, look. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night. Ein echtes Bild von Feuer. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick. And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the Drow elves once and for all. Fucking cheaters. In der Nacht haben sie ihn geklaut. So, was ich eben sagen wollte, bevor ich mich selbst unterbrochen habe. Wir können jetzt noch ein paar Nebenquests machen. Denn ich glaube, wir werden zusehen, dass wir... Oh, da ist Kenny. Hallo, Prinzessin. Sei gegrüßt. Wir werden zusehen, dass wir alle wichtigen Nebenquests hier gemacht haben. Denn die sind schon geil. Wir machen jetzt nicht alles, ist klar. Aber schon so die Sachen, die coolen Shit mit sich bringen. So, wo sind Quests? Wir gucken lieber auf der Karte. Also wir machen auf jeden Fall Schweinebärmann. Ah, ich kann noch nicht so gut durch die Karte navigieren. Okay, wir müssen... Da müssen wir Schweinebärmann machen. Und wir müssen... in der Kanalisation müssen wir sowieso noch was abhaken. Deswegen können wir da gleich auch hin. Hier müssen wir auch Schweinebärmann machen. Ja, hier müssen wir nach dem iPad suchen. Ich weiß aber nicht wie. Okidoki. Da müssen wir auch Großwildjagd machen mit Jimbo. Ich weiß nicht, ob Großwildjagd so geil ist. Aber das, das machen wir trotzdem. Da weiß ich das Ergebnis nämlich überhaupt nicht mehr. So, was wir jetzt aber erstmal machen. Weil das ja beim letzten Mal nicht funktioniert hat. Wir werden jetzt mal ein bisschen Geld bei der Bank einzahlen. Zu sehen, was passiert. Freunde sein? Nee, will nicht mehr Freund sein. Natürlich. A smart choice, kid. First thing we'll do is take that money and invest in a Colorado tax-free municipal bond fund and then give the dividend to my buddy at Goldman Sachs, who'll give it to his buddy at JP Morgan, who has a LIBOR-adjusted cross-currency obligation, and it's got. Geil. Das ist Spiel des Lebens. Oh, die Musik. Aus der Anime-Folge. Super geil. Ich glaube auch diese Anime-Outfits, die konnte man, guck mal, wir haben jetzt hier Nahsonne, können hier hoch. Die Anime-Outfits, die konnte man sich auch freischalten. Oder durch einen Vorbesteller-Bonus, glaube ich, bekommen. Was ziemlich geil wäre, aber ich weiß nicht, ob ich darauf irgendwie zugreifen kann. Das hier ist ja nicht die ursprüngliche Version, sondern die aktuelle Version, die man geschenkt kriegt, wenn man das neue South Park Spiel gekauft hat. Und ich glaube, da sind die Anime-Outfits dann nicht drin. Ich weiß es aber auch nicht ganz sicher. So. Eine Nasenoperation brauchen wir dringend. Oh, hallo! Are you interested in some... Back again, I see. Let me show you our brochure. Vor allem, ich war mir nie sicher, wo Sharon arbeitet. Ist das so, dass die hier arbeitet? Ist ja ziemlich cool. Oh, ich will den Hasselhoff. Wir brauchen noch Geld. Dann holen wir uns den Hasselhoff.
Das ist eine Nasenoperation, die sich lohnt, Freunde. Die sieht sehr hasselhoffig aus. Das verspreche ich euch. Freunde, es gibt hier noch viel zu tun. Ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was wir alles tun können am zweiten Tag. Aber ich habe einen groben Plan. Ich weiß, dass wir durch die Analsonde hier weiterkommen. Wir müssen auch die Kindergartenkinder noch suchen. Eins war hier. Das haben wir gefunden. So, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal weiter in die Kanalisation. Ich muss mal meinen Ton leiser machen. Alter, der ist auf 4. 4 von 100. Ich will nicht wissen, wie laut 100 ist. 4 ist mir schon zu laut. Also ich glaube, 100 ist wirklich instant Ohrtot. Es geht hier Klumpen Scheiße, TV-Auszeichnung, was man so finden will. Ungefähr gleich viel wert. Aua! Wollen wir eigentlich weiter mit Kenny spielen? Haben wir nicht Jimmy bekommen? Haben wir immer noch... Nee, wir haben Jimmy nicht, ne? Schade. Schade, schade. Aber ich glaube, den kann man freischalten. Bin mir nicht mehr todsicher, aber doch, den bekommt man. Ich glaube, wir sehen ja auch seine Silhouette da. Ja gut, hier können wir nichts machen. Nun können wir hier nichts machen. Sag mir nicht, dass ich dafür was brauche. Naja, gehen wir erstmal weiter. Ich finde aber auch, und das verbessert sich im zweiten Teil noch sehr viel mehr, aber ich finde, sie haben ganz toll diese 2D-Mechaniken für South Park umgesetzt. Mein alter Freund. Wir reden nicht. Guess they let anybody down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker 3 hours ago. This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here, every day is Christmas. Wait, where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No, they were being watched by the babysitter. The babysitter quit 4 months ago when you threw up on her. Don't you fucking yell at me! Don't you excuse me! Oh, Scheiße, Alter. Wirklich furchtbar. Listen, I gotta get my wife some help. Could you go look for our children? I sure would make it worth your while. There's Simon, Amber, and Cornwallis. Tell them their father wants them home right away. My baby! Bring me my baby! Yeah! Alles klar, Freunde. Dann suchen wir doch mal die süßen Babys. Süßen auf dem Scheiße Babys. Das ist eigentlich jetzt mittlerweile. Ach Gott, wir machen noch nicht so viel Damage. Ich dachte, wir müssten mittlerweile sehr, sehr gut in so kämpfen. Oh! Freunde, wir haben einen neuen Super-Move. Das gibt's doch nicht. Guckt's euch an. Fabulous. Yeah. Super geil. Super geil. Irgendwann müssen wir mal die ganzen Moves zeigen, was passiert, wenn man es nicht schafft. Das ist nämlich bei Kenny besonders lustig. Ha, Matsch. Hammer. Guter Kampf. Kenny's Dance. Ich liebe den Kenny Dance. So, da ist schon einer. Das ist schon ein Stückchen Scheiße. I'm cold, I'm hungry and I stink like shit. Ja, das tut er. Sie. Es. Was auch immer. Au. Er meldet sich. Und schreibt mir unangebrachte Nachrichten. Das kann ich nicht tolerieren. Wieso können wir das nicht ausschalten? Shit. Hm? Oh! Was denn?
Ach ja, wir haben noch eine Quest Obdachlose verprügeln. Ich glaube, dass wir die damit erledigen. Aua. Ach, die Ratten sind auf der Seite der Obdachlosen. Ja, das wird man sich denken. Oh Gott. Oh, die sind stark. Die sind richtig stark. Wir haben leider keinen Move. Ja, Junjutsu ist immer noch die beste Wahl für uns. Wir hätten uns mal heilen sollen eigentlich. Ich heile nie. Ich bin langsam angewöhnt. Kann nichts essen, angewidert, ja. Moment, dann machen wir den hier. Ja, er ist eh betäubt. Das bringt nichts. Alles klar, Freunde. Seid ihr bereit? Yeah! Boah. Das ist sicker Damage. Ja, okay, wir kriegen ihn so. mit der Analsonde verprügeln. Das ist wunderschön. So. Oh, wo sind wir hier? Ah, schaut mal, Freunde. Noch mehr Obdachlose. Es gibt viele in der Kanalisation. Ich wusste davon nichts. Junjutsu ist schon nicht schlecht, aber... Irgendwie liebe ich diese Dartpfeile. Ich will erstmal überall einen Statuseffekt drauf machen. Kann dies ratten, weil warum nicht? Wie schön er noch singt. Au! Hammer! Guter Kampf. Kanalisation ist ein bisschen langweilig, finde ich. Also bis jetzt. Nicht der spannendste Dungeon. Ah, da haben wir einen. Wieso können wir die nicht mitnehmen? Ah, okay, okay. Ja, wir müssen wahrscheinlich einfach nur die Ratte bekämpfen. Dann läuft das schon. Hm. Jawohl. Ich will den hinteren ein bisschen Damage verpassen, damit wir damit Kennys Ratten wieder aufräumen können. Verzeihung. Ich glaube, das war der dümmste Sohn. Der ist nämlich mit einer Erdnuss im Kopf geboren worden. Au. So wie ich, wie man hier sieht. Ja, deswegen hat er ein paar Schwierigkeiten. Es gibt so viele TV-Auszeichnungen hier unten. Die werden wahrscheinlich alle im Klo runtergespült. Anscheinend sind die für niemanden wichtig. Aus welcher Folge ist das denn? Ah, scheiße. Das weiß ich gar nicht mehr, aus welcher Folge dieser Gag ist.
Oi. Oh, ja. Auf den Pillermann. Komm, wir machen weiter mit dem pelzigen Freund. Der beste Move. Das Einhorn ist gut, wenn die in einer Reihe stehen. Aber die Ratten erwischen halt jeden. Hier steht ja keiner in einer Reihe. Au. Also in einer Reihe hintereinander, nicht übereinander. Dildo Attack. Super. Boah, der Dungeon ist ganz schön groß. Ganz schön groß. Wollen wir zurück? Nee. Oh, die Krebsmenschen, Freunde. Oh, uns fehlt hier noch was. Das gibt's doch nicht. Diesen Felsen können wir erst später zerstören. Das ist ja richtig beschissen. Das heißt leider... Ach so, aber hier können wir eine Jagd machen. Auf eine Fledermaus. Eins von den Viechern, die wir... jagen sollen für den guten Jimbo. Ne, wir beschneiden diese Fledermaus. Oder wie Jujutsu-Sie. Jujutsu. Nice. Und wie dann sie an. Ich glaube, der Kuss geht anders. Ich muss nochmal lesen, wie der geht. Oh, kenne ich auch. Uiuiui. Am Fledermaus gehen in Italien. So, Kenny. Könnt sich mal. Nachher ist angewidert. Dreck. Lukon heißt es. Ah! Nice. Ja, komm, die ist K.O. Das ist so ein guter Effekt, wenn sie einfach explodieren. Gut, das haben wir geschafft. Aufwertung! Level up! Wir schauen jetzt einmal, was da oben auf uns wartet. Okay. Ja, aber ärgerlich, dass wir die Scheiße noch nicht gefunden haben. Also zwei haben wir. Wir haben eine, die andere wissen wir, wo sie ist. So ganz schlau werden wir hieraus aber nicht. Wir leveln jetzt erstmal auf. Erstmal leveln wir auf. Auf jeden Fall den. Bei erfolgreicher Durchführung bewirkt beschneid die Nässe. Jetzt zweimal bluten. Verstehe ich nicht, aber finde ich gut. Also doppelt so starkes Bluten oder was? Ist ja schon nice. Ist ja besser als der Dartpfeil. Obwohl nicht unbedingt. Den kann man auch zweimal werfen. So. Also irgendwo hier muss doch noch, müssen doch noch die Kids sein. Die scheiße Kids. Oh, Freunde. Hier können wir zumindest eine holen. Süß. Oh, geil, wir kriegen die auch alle als Facebook-Freunde. Das ist doch gut. Es fehlt aber einer. Wo ist der letzte kleine Scheißhaufen? Okay. Ah. Sieht doch gut aus. Dann waren wir hier wohl noch nicht.
Schwanzkäse benutzen. Sehr gut. Dann kommt hier wahrscheinlich das nächste böse Ungetüm. Oh, die Penismaus! Wir haben die Penismaus entdeckt. Natürlich, eine Penismaus fängt man mit Schwanzkäse. Es ist nur natürlich. Wenn wir sie verzaubern, ich glaube nicht, dass sie immun ist. Niemand ist immun gegen den Charme von Kellys Tipps. Super. Stimmt, sie ist eine Penismaus. Es muss sogar sehr effektiv sein gegen sie. Hm, die Brustmagie. Komm, weil es so schön ist, oder? Komm, auch weil es so schön ist. Ui! Oh, der arme Kelly. Aber trotzdem ist der Damage da. Sehr schön. Gut, soweit haben wir es geschafft. Aber hier ist nur die Penismaus. Nee, kein weiterer Kackbratzen. Scheiße. Mist, wo ist der? Hier unten vielleicht? Oh ja. Sehr gut. Au! Boah, die sind richtig brutal. Aufgetankt, nein! Ich will halt mehrere treffen. Oh! Okay, trotzdem gut. Er hat mit zwei überlebt. Und er heilt sich. Oh. Thanks, kid. My drunk ass mom sent me to get more eggnog and I got lost. See ya. My drunk ass mom. Zu erwachsen. Tut ihm nicht gut. Nice, Freunde. Die Quest haben wir erledigt. Supergeil. Jetzt können wir wieder beschwören. Und ein neues Chin-Pokémon. Und ein Stück Scheiße. Achso, ja, zum Herbeirufen. Hammermäßig. So, jetzt werden wir die Folge gleich beenden. Wir schauen noch einmal in unsere neuen Waffen. Stab der Verschwendung. Das Ziel beginnt zu kotzen. Das ist doch geil. Yeah. Super nice. Das Beste, was wir gerade haben. Fernkampf, zerbrochene Flasche. Auch Bluten, trifft 4 zufällig. Perfekt. Ist wie der Dartpfeil, nur asozialer. Alufolienhut. Weniger Schaden gegen Aliens, ja, nee, brauchen wir nicht, aber 6 Rüstung ist schon nice. 6 Rüstung ist wirklich gut. Aber wir warten mal noch auf was Besseres. Ebenso wie hier. Das ist gut. Ja, sehr gut. 3 Schaden weniger, Hammer. Brauchen wir ein neues Accessoire eigentlich? Nee, ne, das ist schon okay.
Nee. Er sieht schon gut aus, wie er aussieht. Wir bleiben mal noch so. Können uns bald verändern. Aber ich habe ihn lieb gewonnen. Ich habe ihn lieb gewonnen, so wie er jetzt ist. Und liebe Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir diese wunderbare Folge. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir nicht gegen Al Gore kämpfen.